Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei unserem Let's Play Botanicula. Ja, ich bin Andrastos und wir spielen jetzt hier weiter bei Botanicula, unserem kleinen lustigen Pflanzenspielchen, das jetzt leider gerade gar nicht mehr so lustig ist, weil unsere vier Freunde sind scheinbar tot und wir sind im Inneren von dem Baumkrebs, kann man das so nennen, der halt hier alles wegfrisst, was man wegfressen kann. Und wir sind jetzt hier auf der Suche nach diesen Kernen, die wir ganz am Anfang gesehen haben, welche diese Spinne aufgefressen hat. Mal schauen, wo wir hier den Kern kriegen können. So, hier vielleicht. Nein, hier auch nicht. Vielleicht bei dem hier? Ja, hier können wir den Kern kriegen. Hol ihn dir! Okay, noch ein Versuch. Ich muss es noch herausfinden, wie man das Ding hier steuert. Okay, ich hab's. Beim Klicken hüpfen diese kleinen Dinger hier raus und wir müssen jetzt scheinbar unsere Blase... Genau. Und jetzt können wir hier alles beleuchten. So hat der Raum hier also vorher ausgesehen. Und was für eine Karte haben wir jetzt bekommen? Das Teil. So, können wir jetzt hier ganz nach unten? Nein, können wir immer noch nicht. Jetzt sind wir hier. Hier geht's noch rum. Hier waren wir auch noch nicht. So, was ist hier zu tun? Okay, die verscheuchen uns. Verstehe, wir müssen die jetzt scheinbar so verschieben. Dass sie zu weit weg sind. Um uns etwas zu tun. Sowas war noch nie gut. Würde ich jetzt, glaube ich, raten. So, du, nein, ziehst du das? Du ziehst die beiden. Du ziehst das und du ziehst, glaube ich, noch. Nein, du ziehst das dann, ja. Okay, wer zieht das? Das bist du. Du ziehst die, du ziehst das. Du ziehst das und du ziehst gar nichts. Sehr schön. Du ziehst das. Geht's schon? Nein, das hier ist noch zu lang. Jetzt ist das zu lang. Jetzt ist das zu lang. Und nein, das ist wieder falsch. Die drei beeinflussen sich gegenseitig. Die beiden beeinflussen sich. Und die beiden. Das ist so wichtig. Aber mit dem könnten wir dann vielleicht... Ja, stimmt. Mit dem können wir das nach unten ziehen. So, wenn wir jetzt hier... Nein, das ist das Falsche. Du beeinflusst das. Das sind die beiden. Und was beeinflusst der hier eigentlich? Hab ich das vergessen? Du da beeinflusst den. Und du die beiden neben dir. Das heißt... Wenn wir jetzt dich hier nach oben ziehen... Nein, nein, das waren jetzt die beiden hier. Und du das. Du ziehst jetzt den nach unten und du ziehst den nach unten. Du ziehst das nach unten. Spielen die beiden Wippe. Ist wieder falsch. Geht's jetzt? Ist das weit genug weg? Nein, das kommt noch ran. Jetzt müssen wir das Ding hier wieder runterkriegen. So, jetzt ist das aber wieder zu hoch. Ach, jetzt sind alle wieder gleich oben. So.
Sind die beiden zu hoch? Jetzt ziehst du das runter und du das. Gut, jetzt ziehst du das nach oben. Wieso klicke ich hier immer auf die falschen? So, du musst jetzt nach oben, um den runterzukriegen. Gut. Jetzt musst du... Nein, das war jetzt wieder der falsche. Jetzt du hier. Und den kriegen wir jetzt mit dem hier wieder. Nein, tun wir nicht. Mit dem hier kriegen wir den runter. Und den hier nicht damit. Also jetzt haben wir immer noch einen, der zu hoch ist für alles. So. Die beiden rutschen jetzt schön hin und her. Also das kann hier, glaube ich, noch eine Weile dauern. Ja, wir haben es jetzt nach langem Hin und Her endlich geschafft, die Blumen in die richtige Reihenfolge zu bringen. Und können uns jetzt das Licht holen. Also den Samen oder was auch immer. Der hat ganz schön viel Platz, finde ich, für diese paar Samen. So, können wir jetzt nach unten. Wow. Oh ja. Wir haben den Samen gerettet. Hoffentlich. Ah, oh, sie sind wieder da. Und wir sind ganz unten, können einen neuen Baum setzen. Oh, wie lieb. Oh, ein neues Bäumchen. Dem haben wir seinen Helm gar nicht gebracht. Wieso hat er ihn jetzt? Oh, ich bekomme Geschenke. Was ist das hier? Und
das zweite Geschenk. Oh, haben wir gleich unsere Zusätze hier auch gesehen. Ah, dafür waren die ganzen Karten gut und ein paar haben, also wir haben nicht alle bekommen. Schade, speichern können wir jetzt leider nicht. Na egal. Also ich hoffe, euch hat das Spiel genauso gut gefallen wie mir und ich hoffe, ihr habt auch so viel lachen können wie ich. Ja, keine Ahnung, was ich als nächstes angehe. Ich habe mir hier eine Empfehlung für mich selber aufgeschrieben, nämlich The Longest Journey. Also ich schaue mich mal ein bisschen um, was es so gibt. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann bei meinem nächsten Let's Play wieder. Wenn es heißt Let's Play mit Andrastos. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.